Ja, die Typ ist wieder Florian für euch zurück mit dem Let's Play von Gogo Nippon My First Trip to Japan DLC Version 2015. Tja, wir haben noch insgesamt drei Stadtviertel vor uns. Shibuya, dann hier Kabukiza und Shinjuku. Also zwei von den alten, eins von den neuen, die im DLC hinzugekommen sind. Dann haben wir alle Stadtviertel hinter uns und dann fehlen nur noch die zwei Ending-Routen-Varianten, die es ja wohl geben soll. Neben der einen, die mir sowieso bewusst war, eine andere, die mir noch geflüstert worden war in den Kommentaren recht am Anfang des Let's Plays oder zwischendrin mal, als wir das erste Mal durch waren. Tja, aber jetzt werden wir uns als nächstes erst einmal von den alten noch, weil übrig, Shibuya angucken. Hier wär's gut. Also hier möchte ich hingehen. Oho, das ist aber eine Stadt für, wo ziemlich viele junge Menschen unterwegs sind. Bist du dir sicher? Hä? Was soll denn das heißen? Muss ich dich daran erinnern, dass ich mit meinen 28 Jahren trotzdem immer noch recht jung bin? Ach, hör doch auf, so zu spielen. Hä? Was meinst du mit was? Irgendwas spielen? Na, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, dann werde ich dich heute rumführen. Und du hältst besser mit mir mit. Ja, natürlich. Und damit geht's auf nach Shibuya. Naja, auf jeden Fall. Heute werden wir uns Shibuya anschauen. Genau, und hier sind wir auch gleich bei einer der berühmtesten Sammelplätze und Statuen wahrscheinlich auch von ganz Japan. Und da werden wir natürlich gleich mal aufs Foto gucken, um uns auch das Echte davon anzuschauen, dass wir jetzt ja hier ein DLC mit dabei haben. Mal gucken, ob wir dann auch direkt drauf gucken. Ja, tun wir. Die Statue von Hachiko, zu der sie, glaube ich, auch noch was sagt im Folgenden. Deswegen nehme ich jetzt mal nichts vorweg. Ansonsten denke ich hoffentlich im Falle der Fälle dran. Schauen wir uns natürlich ein bisschen um. Kann ich noch rauszoomen? Ja. Allerdings scheint das kein allzu hochqualitatives 360-Grad-Foto zu sein, was hier aufgenommen worden ist. Und man sieht, es ist ein beliebtes Fotomotiv. Ganz viele stehen hier mit ihren Fotoapparaten oder sonst was dran und fotografieren auch die Statue. Tja, und man sieht dann im Hintergrund hinter den Bäumen hindurch und so ein bisschen schon auch im Ansatz die große Kreuzung da von Shibuya und dergleichen. Na gut, aber dann gehen wir mal zurück ins Spiel. Genau, das hatte ich schon vorgelesen, ne? Heute geht's durch Shibuya. Shibuya. Und das hier ist also ein... was? Playspotto. Playspotto. Also ein Ort für junge Leute. Das hier ist also ein Ort für junge Leute. Aber ich will mal ganz kurz gucken. Playspotto. Ob eventuell tatsächlich Waduku das Wort kennt. Nein, kennt es nicht. Na gut, dann mal zurück ins Spiel. Tatsächlich sind ja ziemlich viele junge Leute unterwegs. Nicht wahr? Shibuya selbst ist gar nicht so alt, zumindest wenn es um die Stadtteile von Tokio geht. Zu einem großen Shopping- oder Einkaufsviertel ist es erst ungefähr vor 40 Jahren geworden, also um 1970. Und daher schätze ich mal, dass es eine Verbindung gibt zwischen dem Alter der Stadt und dem Alter der Leute, die hier hingehen. Wo wir gerade davon sprechen. Hey, Akira, ich sehe eine große Menge an Leuten, die dort drüben versammelt sind. Ist da irgendwas? Hä? Ah ja, da drüben, ne? Das ist Japans... Nihondemo Yumena. Also das ist innerhalb von Japan, also in ganz Japan, ein sehr berühmter, ja, Ort, um sich zu treffen. Ein Ort, um sich zu treffen? Was inconspicuous, was? Machi awase spot no wari ni wa chotto medattan nai tokoro ni arun dan dakedo. Inconspicuous, okay. Auf jeden Fall, naja, dieser Treffpunkt ist an einem ziemlich, an einem Ort, der nicht so wirklich heraussticht. So würde ich das medattanai, also nicht herausstechen, nicht hervortreten, nicht ins Auge fallen. So würde ich das inconspicuous würde ich mal deuten. So. Also in einem ziemlich unauffälligen Ort, aber
Da, siehst du da diese Bronzestatue im Schatten des Baumes? Diese Hundestatue? Hund? Ah, ja, du hast recht. Ich konnte es wegen dem Schatten gar nicht sehen, aber das ist ja eine Statue von einem Hund. Die da. Und das ist die Hachiko-Statue. Das ist die Statue vom berühmtesten Hund in ganz Japan. Dem berühmtesten Hund? Ja, so ist das. Die Geschichte oder die Erzählung von Hachikos Tschüken ist noch bis zum heutigen Tag erzählt. Tschüken? Also, es ist auf jeden Fall sowas wie ein Hund, der ein sehr, sehr starkes Vertrauen in seinen Meister, in seinen, wie sagt man, in seinen, nicht Erzieher, in sein Herrchen hat. Ah, also du redest von Loyalty, also von Treue. Lässt sich jetzt schwer übersetzen, wenn da zwischen Englisch und Japanisch eigentlich dasselbe hin und her erzählt wird. Ich kenne das englische Wort nicht, aber wahrscheinlich ist es sowas. Was? Nee, nichts. Jedenfalls, Hachiken war also sehr berühmt für sein Chüken. Hier haben wir nochmal die Zeichen. Mitte, Herz und dann das Ken von Hund, das Zeichen. Ja. Das ist also dann eine sehr große Art von Treue oder so. Ich gucke auch nochmal ganz kurz im Hintergrund nach, wenn ich gerade schon. Nein, das ist das falsche Chüken. Ach, sag bloß, das kennt er nicht. Dann muss ich mal kurz gucken bei Chu, dass ich da das Zeichen habe und dann bei Inu das eingebe. Genau, Chuken, treuer Hund. Chuken Hachiko steht hier sogar auch bei Wataku, der treue Hund Hachi. Hund, der. Achso, nee, das kommt ja bestimmt noch als Erklärung, die dann Klammern steht. Bestimmt gleich. Jedenfalls, Hachiko war sehr berühmt für sein Chuken. Du willst also sagen, dass ein Hund Treue besaß? Natürlich, deswegen ist er berühmt. Verstehe, schätze ich mal. Also, dieser Hund hier, ne? Hachiko war's? Wie genau hat er denn seine Loyalität bewiesen? Du hast mal wieder gut zugehört. Nun ja, das Ganze ist vor ungefähr 80 Jahren geschehen. Ein Hochschulprofessor oder ein Universitätsprofessor lebte hier in Shibuya. Der Professor hatte einen Hund namens Hachi und er kümmerte sich gut um ihn. Hachi liebte auch den Professor und kam jeden Morgen zur Shibuya Station, um ihn zur Arbeit zu verabschieden und kam dann auch am Abend zurück, um ihn wieder zu begrüßen. Das war ein tägliches Ritual. Jeden Tag würde Hachi den Master, ja, Bye-bye sagen hier am Bahnhof und ihn dann wieder begrüßen, wenn er zurückkäme. Aber dann eines Tages kam ein schreckliches Unglück über diesen Professor. Ein Unglück. Ja, eines Tages ist er mitten während einer Vorlesung einfach zusammengebrochen und hat es nie wieder nach Hause geschafft. Aber Hachi wusste nicht, was passiert ist und hat deswegen weiterhin auf die Rückkehr des Professors gewartet. Jeden Tag ging Hachi zu der Station zur üblichen Zeit und wartete, bis sein Herrchen wieder nach Hause kommen würde. Jeden Tag, ohne Ausnahme, egal ob bei Regen, bei Wind oder bei Schnee. Bis zum Tag, wo er starb, 10 Jahre später, hat Hachiko niemals aufgehört, hier an der Shibuya Station auf sein Herrchen zu warten. Und Geschichten, Stories von Hachis Taten wurden weitergegeben und deswegen haben sie hier eine Statue für ihn aufgebaut. Verstehe. Also, um Hachis Wartegeduld zu ehren, ist diese Statue sowas wie ein Mekka geworden für Leute, die auch aufeinander warten. Selbst heutzutage noch ist Hachikos Loyalität eine Inspiration für viele Leute. Und es gibt auch eine ganze Menge Filme, die darüber gedreht worden sind. Mir sind zwei bewusst. Also eins aus den 50er Jahren, glaube ich, ein japanisches Uraltfilm. Und dann aus den, was, 90er, 2000er, der amerikanische Variante mit einem recht berühmten Schauspieler, dessen Name mir gerade nicht einfällt.
Hachi. Warte mal, weinst du? Aber ich kann mir einfach nicht anders vorstellen, als der arme Hachi hier, wie er hier wartet und nicht weiß, dass sein Herrchen nie zurückkehren wird. Denkst du denn, es ist seltsam für einen Mann so zu sein wie ich gerade? Ich komme halt nicht gut mit solchen Geschichten klar. Ich bin nah am Wasser gebaut. Schon okay. Kannst lachen, wenn du willst. Ich will dich nicht wirklich auslachen. Hä? Ich denke eigentlich, dass ein Kerl, der zu so einer, also wegen so etwas, naja, wirklich ernsthaft oder ehrlich weinen kann. Akira? Was zur Hölle sage ich denn da? Ja, genau. Hey, kennst du diese Kreuzung da drüben? Ha? Kreuzung? Ah, du meinst da diesen sehr geschäftigen Ort mit diesen ganzen Anzeigetafeln? Geht denn da irgendwas ab? Naja, was diese riesigen Monitore angeht, das ist nichts Spezielles in Tokio, weißt du? Das ist es nicht. Okay, gleich stellt die Ampel um. Schau genau hin. Hä? Ampel? Und was wird passieren, wenn die Ampel sich umschaltet? Du wirst schon sehen, wenn du es siehst. Ich meine, du wirst es nicht wissen, wenn du es siehst. Du wirst es sehen, wenn du siehst. Das ist klar. Hier, da geht's los. In 3, 2, 1. Was zum Teufel? Alle der Traffic Lights, also der Ampeln auf diesem riesigen, ja, auf dieser riesigen Kreuzung sind alle gleichzeitig grün geworden. Also für die Fußgänger. Tja, und naja, da ich mal wieder ein bisschen unter Zeitverzug bin, bevor wir uns dann hier die Shibuya Scramble Crossing anschauen und wie es in Shibuya weitergeht, belassen wir es erstmal bei diesem Start nach Shibuya und der Geschichte von Hachiko. Ich muss dann die heutige Folge mal wieder ein bisschen kürzer halten. Bald ist das Semester vorbei, dann habe ich ein bisschen mehr Vorlauf, die ich die Folgen aufnehmen kann. Dann werden sie auch ein bisschen länger wieder, weil ich muss auch unbedingt, bevor es nach Japan geht, mit beiden Spielen, also mit Learn Japanese to Survive und mit GoGo Nippon auch fertig werden, dass ich dann mein Setting umstellen kann für die Spiele auf dem vielleicht einen neuen Laptop oder so, weil mein jetziger ja schon wieder in Reparatur ist für denselben Fehler zum vierten Mal und ich gerade um Wandlung bitte. Naja, alles nicht so leicht mit der Technik, aber auf jeden Fall, ja, bedanke ich mich fürs Zuschauen bis hierher und sage dann wie immer Matane, bis zum nächsten Mal. Tschüss.